200 Meter der Frauen. Es gibt insgesamt 4 Läufe dieser zweiten Runde, die eigentlich die erste ist, die Zwischenläufe gleich. Es sind genau 32 Läuferinnen gewesen und aus diesem Grunde hat man auf die Vorläufe, die für heute Vormittag avisiert waren, einfach verzichtet, ist gleich zu dieser zweiten Runde, zu diesen Zwischenläufen gekommen. Ja, dabei ist die große Favoritin auf den Titel, Irina Privalova. In diesem ersten Lauf sehen wir gleich eine junge deutsche Hoffnung, nämlich Silke Lichtenhagen auf der Bahn 1 und Sana Tarnopolskaya, die auch hier zu den Medaillenfavoritinnen gezählt werden muss, zumal sie ja über 100 schon Silber holte hinter Irina Privalova. Eine noch junge Athletin mit 22 Jahren, war die Europacup-Siegerin in diesem Jahr. Kam übrigens zur Siegerehrung über 100 Meter zu spät und musste im Laufschritt ihrer Medaille hinterher. Und das ist Silke Lichtenhagen. Ja, es ist die erste große internationale Erfahrung für sie. 21 Jahre alt. Die Zeit 22:73 lässt sich sehen. Sie ist die hoffnungsvollste deutsche Sprinterin, Jugendmeisterin. Im Jahre 91 war bei den Junioren-Europameisterschaften schon. War dort 8. bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Also, sie hat viel am Start gearbeitet. Die 200 Meter liegen ja ein wenig besser als die 100 Meter. Und sie sagte, sie will einfach mal sehen, Schritt für Schritt weitergucken, gar nicht erst große Ziele setzen, sondern einfach versuchen, sich hier im Kampf gegen die Starken erstmal durchzusetzen. Denn es ist das erste Mal, dass Silke Lichtenhagen neben den großen Damen steht, die sie ansonsten nur am Fernsehschirm verfolgen kann. Denn bei großen internationalen Meetings war sie noch nie dabei. Und jetzt sitzt sie gleich oder steht im Augenblick noch neben Sana Tarnopolskaya, die zweite der Europameisterschaften hier über 100 Meter. Noch mit dabei Jacqueline Pohlmann, die holländische Meisterin, Regula Anlika Elbi aus der Schweiz, Lucrezia Jardim aus Portugal, Simon Jacobs, Großbritannien, Karin Solbakken, Norwegen und Maria Stavgard aus Schweden. Klare Favoritin hier auch mit der besten Zeit sicherlich diese hier, Sana Tarnopolskaya. Hat ihre 200 Meter Bestleistung in Stockholm beim Grand Prix Meeting aufgestellt, 22:66 in diesem Jahr. Ich würde meinen, dass sie die bessere 100 Meter Läuferin ist, hat sehr, sehr starke Ergebnisse auch in der Halle, war Halleneuropameisterin 92, dritte bei den Hallenweltmeisterschaften 93. Also eine sehr sprintstarke Läuferin, gerade auf den ersten Metern, was ihr Stehvermögen anbetrifft. Wir werden es sehen. Verbessert ist es auf jeden Fall. Zum Reglement. Die ersten 3 kommen weiter und dann insgesamt noch 4 Zeitschnellste. Achten wir also auf den rechten Bildrand. Silke Lichtenhagen, es ist nicht die ideale Bahn, aber sie läuft jetzt einfach mal ran hier an Sana Tarnopolskaya. Ja, also ich muss schon sagen, Hut ab, so wie sie sich hier präsentiert, ist immer noch in Führung. Jetzt muss Sana Tarnopolskaya ja schon mal kräftig reintreten und jetzt ist Stehvermögen gefragt, auch von der deutschen wird sie schaffen, jawohl. Ich glaube, sie ist gerade noch Dritte geworden und bei einem Gegenwind von 2,1 Sekunden, 23:33, die Zeit natürlich nicht berühmt, aber Silke Lichtenhagen, glaube ich, sie kann es kaum fassen, oder? Wie sollen wir diese Geste deuten? Ich glaube, sie freut sich, denn es ist ihr erster großer internationaler Auftritt, ihr erster großer Lauf. Sie muss sich an dieses ganze Prozedere hier noch gewöhnen. Es ist nicht wie in Deutschland, dass man mal eben über den Zaun steigt und an den Start geht nach dem Warmlaufen, sondern das ist ein Riesenprozedere hier, was man erstmal hinter sich bringen muss. Schauen wir genau hin. Sana Tarnopolskaya vorne, ohne Zweifel. Dann auf der Bahn 5 und dann Silke Lichtenhagen. Also ich möchte sie nicht entscheiden von hier. Ich schätze, sie ist Dritte. Lucrezia Jardim war es aus Portugal. Und Sie sehen hier, muss sie beißen und muss sich durchbeißen. Da sagen wir immer 200 Meter. Was kann daran so schwer sein? Aber für eine Athletin, die im Kurzsprint ausgebildet ist und die international sich noch durchbeißen muss, ist dies hier eine prima Leistung. Also, das lässt sich ganz gut an. Und es kommen ja noch 2 weitere Sprinterinnen. Sie werden sich natürlich fragen, was ist denn mit Melanie Paschke? Ja, hier sehen wir es. Dritte, also Silke Lichtenhagen.
Sie werden sich fragen, was ist mit Melanie Paschke, die deutsche Meisterin? Die steht doch immerhin an Position 2 in der europäischen Rangliste. Also die hat doch eine Medaillenchance, zumal nach ihrem Auftritt über 100 Meter. Sie wollte die 200 Meter zuerst nicht laufen. Nach ihrem glänzenden Auftritt bei den deutschen Meisterschaften, wo sie Silke Knoll bezwingen konnte, hat sie dann gesagt, na gut, laufe ich doch. Und jetzt hat man sich entschieden, sie doch nicht laufen zu lassen. Denn drei schwere Läufe jetzt, das würde sie Melanie Paschke möglicherweise nicht durchstehen. Und so hat man sie lieber für die Staffel geschont. 23,42 Sekunden, jetzt bekommen wir die Zeit für Silke Lichtenhagen. Also, das ist ganz prima für die dritte der deutschen Meisterschaften. Auch wenn es sehr anstrengend war, aber es hat sich gelohnt. 23,33, Sanna Tanapolska, ja, also Welten oder Klassen lagen da nicht dazwischen. Und das mag sie vielleicht ein bisschen beruhigen. Ja, die Bedingungen waren auch wesentlich schlechter als bei ihrem hervorragenden Lauf in Erfurt. Damals fast tropische Temperaturen, ein leichter Rückenwind, eine schnelle Bahn, 22,74. Ich glaube, dass diese Zeit hier ebenso viel wert ist wie die in Erfurt gelaufene bei den deutschen Meisterschaften. Und wenn die Bedingungen günstiger sein sollten im Halbfinale, dann ist durchaus eine Zeit unter 23 Sekunden bei Silke Lichtenhagen drin. Wenn wir auf die Reaktionszeiten gucken, die wir hier immer geliefert bekommen, sie war die zweitschnellste, was die Reaktion anbetrifft. Sie hat, ich habe es gesagt, sehr viel an ihrem Start gearbeitet, gerade an den ersten Metern und die Reaktionszeit, also die ist doch prima hier. Und ich glaube, dass sie möglicherweise sogar noch, Peter, eine Runde weiterkommen kann. Warum denn eigentlich nicht? Das Schwierigste ist geschafft. Jetzt steht sie im Halbfinale unter den besten 16 Europas. Also das ist das Mindest, ein bisschen geflunkert. Aber gehen wir rüber zu den schnellen 200-Meter-Läuferinnen, die haben ihren zweiten Vorlauf oder Zwischenlauf bereits. Und mit Galina Maltschugina sehen wir gleich eine derjenigen, die sich Hoffnungen machen, Berechtigte auf eine Medaille. Sie ist die zweitbeste in Europa in diesem Jahr mit 22,29. Sie ist schon lange, lange dabei, war schon Achte bei den Olympischen Spielen, 88, 31 Jahre. Aber wir haben längst gelernt, dass das kein Alter ist für Sprinter und Sprinterinnen. Mit dabei, machen wir es von außen, die Bulgarin Gorgieva, Anu Pyrtima aus Finnland, dann Galina Maltschugina, die jetzt schon in Führung geht. Rechts neben mir, das ist Sabine Tröger, die sechste der Hallen-Europameisterschaften. Und ganz innen Sarah Wüst, die Schweizer Meisterin. Außen kommt Slatka Georgieva und Galina Maltschugina. Und das überrascht uns nicht, sie gewinnt hier mit 23,32. Und liebe Zuschauer, wenn Sie eben gesehen haben, oben ein Rückenwind von 0,3. Eben bei dem Lauf hatten wir einen Gegenwind von 2 Metern pro Sekunde. Und das zieht sich hier eigentlich durch die gesamte Veranstaltung. Und das macht insbesondere auch den Springerinnen, Weitspringerinnen große Probleme. Die Winde wechseln permanent. Sie wechseln sogar während des Laufes. Sie scheinen sich hier im Stadion zu drehen. Mal ist es ein leichter Rückenwind, mal ist es ein Gegenwind und das alles in einem Lauf. Sie können sich vorstellen, dass gerade die Weitspringer, die wir nachher sehen, damit große Probleme haben, ihren Anlauf da genau drauf abzustimmen. Also, Galina Maltschugina, die zweite Favoritin, ist hier ebenfalls weiter. Die Bulgarin Georgieva, dann Catherine Mary aus Großbritannien. Das sind die drei, die sich hier direkt qualifiziert haben. Noch einmal insgesamt gibt es ja dann noch einmal 4 Zeitschnellste, die weiterkommen. Also Galina Maltschugina, sie ist seit Jahren immer mit dabei, war Dritte bei den Europameisterschaften vor 4 Jahren, ist immer im Endlauf gewesen seit der Zeit bis zu den Weltmeisterschaften im letzten Jahr. Und sie, ich glaube, sie lässt kein einziges der Grand Prix Meetings aus. Sie ist immer dabei, wenn sich die 200-Meter-Läuferinnen international messen. Und immer nett geschminkt, schön zurechtgemacht, nett anzusehen, wie es bei den Russinnen fast üblich zu sein scheint. Der Diskuswurf verzögert sich ein wenig. Deswegen blicken wir ruhig noch mal auf dieses Tableau des zweiten Zwischenlaufs. Eigentlich sollten die Damen da schon um 20 nach 5 unserer Zeit oder ihrer Zeit anfangen, mit denen sie sich vorbereitet auf den Wettkampf. Dazu später mehr. Denn da schreitet eine große Dame des Sprints zur Tat. Also rüber zu dir, Wolf-Dieter. Ja, sie hat endlich ihren ersten großen internationalen Titel gewonnen. Hier
bei den 100 Metern, bei den Europameisterschaften, nachdem sie bei vielen, vielen internationalen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, auch Olympischen Spielen immer nur Vierte war oder manchmal auch Dritte. Und jetzt tritt sie hier an, um Nachfolgerin zu werden von Katrin Krabbe, denn die holte ja damals 3 Titel. In der Staffel wird sie nicht dabei sein, aber hier über 200 Meter klare Favoritin. Irina Privalova ist zurzeit die schnellste weiße Sprinterin. Auch dank ihres exzellenten Starts läuft die Europarekordlerin über 100 Meter der kontinentalen Konkurrenz. Davon auffallend bei ihrem Laufstil die extrem hoch angehobenen Knie. Die Entscheidung in Helsinki auch 200 Meter zu laufen, fiel erst spät. Naja, anfangs wollte ich die 100 machen und die Staffel natürlich. Hab mir es nochmal überlegt. Jetzt nehme ich die 200 eben auch noch mit. Das erste EM-Gold hat sie ja schon vorgestern. Klarer Sieg über 100 Meter für die angehende Journalistin, die noch nicht in den Startlöchern für die berufliche Laufbahn steckt. Na, das Studium ist fertig, aber es ist so schwer, einen Job zu kriegen, da laufe ich lieber weiter. Sie hat noch mehr in petto. Schon bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer wäre sie beinahe aufgetaucht auf der Eisschnelllaufbahn. Ach ja, wenn es in Russland mehr Möglichkeiten gäbe, auch im Sommer auf Eis zu trainieren, wäre es toll. Aber das gibt's halt nicht. So glaube ich, dass ich mich bis zu den Sommerspielen in Atlanta noch auf die Tatanbahn konzentrieren werde. Ja, sie hat sich in dieser Saison ganz auf diese Meisterschaften vorbereitet. Ansonsten auch eine Vielstarterin. Das hat natürlich kommerzielle, finanzielle Hintergründe. Auch sie lässt kaum ein Grand Prix-Meeting aus. Aber die Hallensaison trotz Hallenweltrekords hat sie früh abgebrochen, um sich eben ganz hier drauf vorzubereiten. 8 Stunden Training täglich. Peter, fast wie bei einem Diskuswerferin. Und die haben endlich begonnen. Schauen wir mal ganz kurz rüber. Es dauert noch eine Weile, bis Irina Privalova am Startblock ist. Die Belgierin Geldhoff hat den Durchgang eröffnet mit 57,78. Und jetzt kommt schon eine der Mitfavoritinnen in den Käfig. Elina Zvereva aus Weißrussland, die gestern die drittbeste Qualifikationsweite hinlegte. 62,50 Meter, das reichte schon, um Dritte zu sein in Europa gestern bei der Qualifikation. Die Maßstäbe sind ein wenig zurechtgerückt. Obgleich die Markierungslinien im Sektor immer noch so aus den früheren Zeiten zu stammen scheinen, da sehen wir nur die 70 und die 65 und die 60 Meter Linie. Das zur Orientierung, liebe Zuschauer. Wenn Sie jetzt gleich Ihren Diskus landen sehen, vor der ersten Linie, also vor der 60 Meter Marke, die gelbe Linie, das sind 65 Meter und die könnten heute schon zum Titel reichen. Hoffentlich doch für Ilke Viluda, die fähig zu sein scheint, so eine Weite zu schaffen. Ja, dort drüben also im dritten Vorlauf, über dritten Zwischenlauf genau gesagt, über 200 Meter. Dort steht also Irina Privalova ganz innen. Und für Birgit Rockmeier, die dritte Deutsche hier, gilt das, was für Silke Lichtenhagen auch ging. Auch sie steht zum ersten Mal bei einem großen internationalen Wettkampf und dann gleich neben einer Top-Favoritin, die auch sie bislang nur vom Fernsehen her kannte. Irina Privalova in Moskau. Sie möchte auch nicht weg, sagt sie. Lebt dort mit ihrem Mann und Lebensgefährten, mit ihrem Trainer, genauer gesagt, Wladimir Paraschuk. Gibt einen schönen Satz von ihr. Mit 18 hat sie geheiratet zum ersten Mal, mit 19 ein Kind bekommen, mit 20 geschieden. Mit 21 begann sie sich in der Weltklasse zu etablieren. Und jetzt lebt sie in Moskau, wie gesagt, mit dem Trainer zusammen. Wer ist noch mit im Rennen? Maja Azarashvili aus Georgien, Eva Barati aus Ungarn, Giada Galina, Italien, Paula Thomas auf der Bahn 6, müsste man darauf achten. Sanna Hernesniemi aus Finnland, da wird ein Raunen durch das Stadion gehen. Innen also Irina Privalova, dann Birgit Rottmeier. Sechste bei den deutschen Meisterschaften, eigentlich nur Ersatz für die Staffel, aber sie kommt zum Einsatz, weil Melanie Paschke verzichtet hat. Und sie hält sich bisher ganz gut, wie ich finde, vorne in ihrem typischen Laufstil. Das ist Irina Privalova, die hier locker durchläuft und vor Maja Azarashvili gewinnt. Und vor allen Dingen, und das ist der Grund für den Applaus und für den Beifall hier im Stadion, vor Sanna Hernesniemi aus Finnland,
die sich als Dritte für das Semifinale qualifiziert. Die Finnen mit einer persönlichen Bestleistung knapp unter 23 Sekunden. Und Irina Privalova läuft hier locker als Erste mit 22,93 Sekunden unterhalb der 23-Sekunden-Marke. Kaum außer Atem. Sie ist überragend in dieser Saison. Jetzt schauen wir doch mal, wo Birgit Rockmeier geblieben ist. Klar, die Russin ist vorne, dann kommt Maya Azarashvili aus Georgien. Die Finnin unten gewinnt den Kampf gegen Paula Thomas aus Großbritannien. Und, warten wir mal ab, Sechste oder vielleicht doch nur Siebte wird Birgit Rockmeier. 20 Jahre erst, für sie geht es hier darum, Siebte, glaube ich, wird sie, internationale Erfahrung zu sammeln. Sie hat gestern früh erst erfahren, dass sie hier für Melanie Paschke einen Platz bekommt. Und sie war entsprechend aufgeregt. Und wer will ihr das verdenken? Das ist die große Favoritin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier geschlagen wird, dass es eine gleichwertige Gegnerin gibt. Sie kann sich nur selbst schlagen oder durch eine Verletzung oder ähnliches Missgeschick gebremst werden. Also Irina Privalova ist hier auf dem Weg sicherlich zu ihrer zweiten Goldmedaille. Die Weite von Elina Zvereva bin ich Ihnen noch schuldig. 59,18 Meter. Damit führt sie den Wettbewerb an im Diskuswerfen. Aber es kommen ja noch die ganz starken, Ilke Viluta vor allen Dingen. Ja, hier ist sie, Irina Privalova. Dieser Vorlauf-Sieg hat recht locker ausgesehen. War es auch so für Sie? Ja, auch für mich war es ein ruhiger Lauf. Ich möchte nur schnell im Finale laufen. Ich möchte jetzt meine Kräfte schonen, um im Finale am besten zu laufen. Es sind ja heute Vormittag die Vorläufe abgesagt worden. Ist das eigentlich ein Nachteil oder ein Vorteil für Sie, wenn Sie ein Rennen weniger bestreiten müssen? Ich war sehr glücklich darüber, dass heute keine Vorläufe stattfanden, weil ich möchte früh eigentlich gern schlafen. Um 9.30 Uhr laufe ich nicht so gerne, das wäre sehr schwer gewesen aufzustehen. Irina, ich habe ja gehört, Sie wollten gerne Journalistin werden. Wären Sie gerne hier an meiner Stelle? Nicht jetzt. Es ist sehr, sehr schwer, einen journalistischen Beruf auszuüben. Manchmal beneide ich sie richtig, aber andersrum weiß ich, dass es ein sehr schwerer Beruf ist. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass ich das machen werde. Vielen Dank. Wir gehen rüber zum nächsten Zwischenlauf. Denn dort sehen wir mit Silke Knoll auf der Bahn 6 eine weitere derjenigen, die nicht nur ins Finale kommen sollten, sondern dort ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen sollten, wenn wir von ihrer Ausgangsleistung ausgehen, nämlich 22,55 in diesem Jahr gelaufen bei den deutschen Meisterschaften, bei denen sie sich knapp Melanie Paschke geschlagen geben musste. Aber mit dieser Zeit ist sie in Europa auf Platz 4. Melanie Paschke, die nicht am Start ist, auf Platz 3, also jetzt inzwischen sogar derjenigen, die hier an den Start gehen. Und das heißt, Silke Knoll muss trotz der Tatsache, dass sie inzwischen ihr Training hat reduzieren müssen, da sie 8 Stunden arbeitet, eine Chance haben hier auf eine Medaille. Aber gucken wir erstmal, das ist der erste Schritt hier, der Zwischenlauf. Stärkste Gegnerin, 2 Bahnen neben ihr, Viktoria Fomenko aus der Ukraine. Fehlstart war das. Dann können wir also in aller Ruhe mal sehen, wer hier sonst noch im Rennen ist. Silke Knoll also trainiert nur noch einmal täglich. Um 1/3 reduziert, aber die Intensität, die hat sie beibehalten, wenn nicht sogar gesteigert. Eine gute 400-Meter-Zeit zu Beginn der Saison spricht dafür, dass sie nichts von ihrer Form eingebüßt hat. Das also ist die von mir angesprochene Ukrainerin, die 4. von rechts auf der Bahn 4, also Viktoria Fomenko, der hier auch der Fehlstart angekreidet wird. Ganz innen eine Finnin, Taja Levilahti. Dann auf der Bahn 2 die tschechische Meisterin Erika Suchowska. Bahn 3 Axel Gurkan aus der Türkei. Dann eben diese hier, Fomenko, Ukraine. Jekaterina Leschkova sitzt auf der Bahn 5. Die Russin, dann Silke Knoll auf der Bahn 6. Marika Johansen und Mirej Donders aus der Schweiz, die Juniorenmeisterin.
Wie gesagt, die ersten drei kommen sicher weiter. Insgesamt vier Zeitschnellste, aber sie müsste es auch schaffen, einen Platz unter den ersten drei. Dritte von links, Silke Knoll, die jetzt schon aufläuft auf die Schwedin, vor ihr auf Marika Johansen. Neben ihr Jekaterina Leschkova aus Russland, hält noch mit. Aus der Ukraine Viktoria Fomenko, aber Silke Knoll gewinnt hier ganz klar und wie ich glaube mit reduziertem Kraftaufwand 23,25 Sekunden bei minus 1,7 Meter pro Sekunde Gegenwind. Silke Knoll also ist hier die klare Siegerin. Es ist ein erster Schritt, eine Pflichtaufgabe, wie ich meine, auf dem Weg zum Finale. Und ich bin mir ganz sicher, so wie sie sich hier präsentiert hat in diesem ersten Rennen, das ja immer auch ein Gradmesser ist für die Leistungsfähigkeit nach vielen, vielen Trainingseinheiten und Vorbereitungen. Ich bin mir sicher, sie wird ganz oben mit dabei sein. Silke Knoll, die Dortmunderin. Wir können noch mal die Zeitlupe abwarten und sie ein bisschen erholen lassen. Früher hat man gesagt, sie sei zu klein für den Sprint. Und da hat sie, trotzig wie sie ist und selbstbewusst, immer auf Evelyn Ashford verwiesen und hat gesagt, schaut euch die mal an. Ist die vielleicht auch zu klein? Damals hat die noch den Weltrekord gehabt. Sie hat dann versucht, wie Evelyn Ashford, ihre Schritte zu verlängern. Sie tendiert zu den 400 Metern. Sie macht sich hier Hoffnung und möchte sich auch hier empfehlen für die 4x400 Meter Staffel. Also sie ist trotz reduzierten Trainings, was den Umfang anbetrifft, sehr zuversichtlich, dass sie ein solches Pensum durchaus absolvieren kann, soll heißen. Diese drei Läufe über 200 Meter und dann auch noch die 4x400 Meter. Und das hat sie in der Vergangenheit auch schon bestens getan. War Fünfte bei den Europameisterschaften, hat bei vielen, vielen großen internationalen Meisterschaften, insgesamt dreien, das Finale manchmal nur um Hundertstel verpasst in diesem Jahr. Ja, jetzt runter zu Magdalena, die hat dort vermutlich Silke Knoll. Ja, das ist richtig, Silke. Wem haben Sie denn am Schluss noch zugewinkt? Zugewinkt? Ja, im Prinzip all diejenigen, die mir zu Hause die Daumen drücken. Ich habe heute Morgen noch ganz liebes Fax gekriegt. Sowas motiviert mich unheimlich, wenn ich weiß, dass zu Hause alle die Daumen drücken und an mich denken. Sie haben gerade gesagt, als Sie die Zeitlupe gesehen haben, mein Gott, ich habe ja die Augen zu. Machen Sie das immer? Also ich habe schon mehrere Aufnahmen von mir gesehen. Ich mache das, komischerweise mache ich das immer hinten die Augen zu. Ich weiß gar nicht, ich versuche dann, glaube ich, daran zu denken, was mein Trainer mir sagt, nämlich, dass ich schön laufen sollte heute. Das sind so technische Feinheiten, auf die man sich konzentrieren muss, auch unterwegs im Rennen. Aber ich denke, dass, wenn ich schnell laufe, habe ich auf der Geraden fast immer die Augen zu. Ist es eigentlich eine Überraschung für Sie, dass sich auch Silke Lichtenhagen qualifiziert hat? Nein, überhaupt nicht. Sie ist bei den deutschen Meisterschaften schon ein super gutes Rennen gelaufen. Wir waren zusammen im Trainingslager. Sie ist Zeiten gelaufen, die sie gar nicht so richtig wahrhaben wollte. Sie hatte ein bisschen Angst jetzt wegen Bahn 1, aber in ihrem Lauf war abzusehen, dass sie bei einer guten Leistung, wozu sie in der Lage ist, ohne Probleme weiterkommen kann. Es ist auch die dritte Läuferin weiter, höre ich gerade, über den Kopfhörer, über die Zeit. Ja, das ist natürlich ein ganz erfreuliches Ergebnis. Ja, ich glaube nicht, dass die Birgit damit gerechnet hat. Sie war ja hierher gereist als Staffelersatzläuferin, hat jetzt die Chance bekommen, 200 Meter einzeln zu laufen, um Erfahrung zu sammeln. Und ein super tolles Ergebnis für sie, dass sie jetzt noch ins Semifinale kommt. Ja, was können wir denn erwarten, Silke, fürs Semifinale? Ja, ich werde natürlich versuchen, ins Finale zu kommen. Ich muss jetzt mal abwarten. Also, ich habe gesehen, jetzt hier in dem Rennen, das fiel mir etwas schwer, weil ich jetzt schon so lange, ich bin schon seit letzter Woche Freitag, die Staffel ist komplett angereist. Man ist nervös, man sitzt rum, man will gar nicht zu viel tun. Und man rostet nicht direkt ein, aber man bewegt sich nicht mehr schnell. Und ein so ein Rennen, das erste fällt einem immer etwas schwer. Und also die Vorläufe waren auch noch ausgefallen heute früh. Aber Irina Privalova meinte, das wäre ein Vorteil, weil sie so früh gar nicht gerne läuft. Also ich glaube, da kann man fast jeden Sprinter fragen, da läuft keiner gerne morgens früh. Ich gebe schnell ab. Vielen Dank, Silke, zum Diskus. Bitte. Da hörten Sie.